Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Ich habe mir heute das Thema Gummistempel ausgesucht und möchte euch zeigen, wie ich meine Magnolias aufbewahre. Hier seht ihr ein paar ältere Modelle, die sind auf S-Mount montiert und die kleben auf laminierten A5 Folien. Die habe ich vorne abgestempelt und auf der Rückseite dran geklebt. Hier seht ihr meine Neuzugänge. Ich hatte mir im Februar im Sale bei Magnolia einige neuen Stempel zugelegt und hier versuche ich die dann wieder in mein System einzupflegen. Das erste, womit man anfängt, ist natürlich die Gummistempel zuzuschneiden. Ich weiß, das ist eigentlich ein Thema, was für viele auch eine Herausforderung ist. Ich sage dazu, ihr braucht eine vernünftige Schere, eine scharfe Schere. Und ihr müsst versuchen, so gerade wie möglich um das Motiv herum auszuschneiden, ohne natürlich die geläserten Stellen zu verletzen. Das heißt, da wo das Motiv ist, dürft ihr natürlich nicht reinschneiden. Genauso wie mit dem Papier ist es hier wichtig, die Schere gerade zu halten und den Gummi zu drehen. Ihr schneidet das Unnötige weg und breitet so euren Stempel vor. Natürlich könnt ihr im Anschluss auch direkt das Ganze montieren auf S-Mount zum Beispiel. Ich habe zurzeit keins da und im Laufe der letzten Jahre habe ich auch festgestellt, dass ich viele meiner Motive teilweise einmal, zweimal, wenn überhaupt, vielleicht dreimal im Jahr benutze. Manche Motive werden nur einmal verwendet und dann landen sie sozusagen erstmal in der Versenkung. Und da finde ich das teure S-Mount teilweise schon fast schon zu teuer für sowas. Also ihr könnt eure Lieblingsstempel gerne auf S-Mount montieren, die ihr wirklich sehr oft verwendet. Aber wie gesagt, also wer so eine Sammlung hat wie ich, wird wahrscheinlich ähnlich denken. Inzwischen gibt es auch sowas wie Take and Peel. Das heißt, ihr könnt auf einen Acrylblock dieses Take and Peel montieren. Das klebt und da könnt ihr das Gummi quasi drauf fest andrücken und dann habt ihr eine ähnliche Funktion wie bei dem S-Mount. Was natürlich auch in den letzten Jahren sich geändert hat, die sogenannten Stempelhilfen, die erlauben euch das Motiv auch mehrmals zu stempeln. Das heißt, ihr seht, was ihr macht. Da habe ich sogar mit einem einfachen Klebeband Erfolge gehabt. Das heißt, ich kann das Gummi so wie es ist auch benutzen. Ich klebe einfach Tesafilm auf die Rückseite und montiere das auf meine Stempelhilfe. Das werden wir auch gleich auch zusammen machen. Dieser Prozess hier, das Ganze ausschneiden und so weiter, ich habe das zwar schon weitgehend beschleunigt, aber wie ihr seht, das dauert alles ein bisschen. Naja, so habe ich ein bisschen Zeit, um euch das Ganze so ein bisschen den Hintergrund zu erklären und ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich habe gesehen, dass mein letztes Video mit der Aufbewahrung für Standschablonen bei euch sehr gut angekommen ist. Also da freue ich mich sehr drüber. Ich meine, es ist für den einen oder anderen nichts Neues, was ich heute erzähle. Aber es gibt ja wirklich Leute, die keine Ahnung haben oder damit gerade erst anfangen. Und ich finde, teilweise ist man dann echt aufgeschmissen. Bestellt man Stempel, die man schön findet, und dann kommt dann halt sowas als Gummi an und dann denkt man so, und was mache ich jetzt? Wenn ihr Wünsche habt für irgendwas Bestimmtes, was ihr wissen wollt, irgendwas, was mit Stempeln oder Basteln zu tun hat, ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache mir dann eine Liste damit und werde das halt abarbeiten. Da ist auch schon die Stempelhilfe, die ich vorhin erwähnt habe. Ich habe auf Druckerpapier in A5-Zuschnitt halt die Stempelmotive. Nein, andersrum. Ich sortiere ja meine Stempel hier nach Thema. Das hier zum Beispiel, das Mädchen mit dem Umschlag, habe ich gedacht, ja gut, das passt bei mir zum Thema Post. Das kann jeder selbst entscheiden. Ich färbe das halt jetzt mit Stempelfarbe ein und drücke das ab. Wie ihr seht, der erste Abdruck war nicht so besonders toll, aber beim zweiten war es schon besser. Das muss jetzt auch nicht perfekt sein. Es geht nur darum, dass ich sehe, was habe ich für einen Gummistempel in dieser Tüte. Es ist zwar durchaus möglich zu erkennen, was für Motive man quasi in der Hand hat oder sieht, aber die sind ja alle spiegelverkehrt. Das heißt, wenn ihr das abdrückt, sieht das Motiv trotzdem wieder anders aus. Und mir macht das halt
schon manchmal Schwierigkeiten. Und ich finde es halt einfacher, wenn ich auf der Vorderseite direkt beim Durchblättern meiner Stempel sehen kann, ah, diese Stempel sind da drinne. Oder ach ja, diesen wollte ich gerade benutzen. Deswegen mache ich diesen Aufwand. Wie ihr seht, mit der Stempelhilfe kann man auch gleich hohe Gummistempel auf einmal abdrücken. Das erspart euch einiges an Zeit. Und ich meine, das muss auch nicht perfekt sein und Druckerpapier ist auch nicht gerade das idealste Papier zum Bestempeln. Aber für diese Ordnung oder Aufbewahrung reicht das absolut aus. Hier habe ich das Thema Insekten aufgenommen. Ich habe zwar schon so einige Stempel von früher, aber irgendwie zu diesem Thema hatte ich nichts. Und ich glaube, dementsprechend habe ich mir dann auch die Stempel jetzt beim Kaufen ausgesucht. Ich habe geguckt, was habe ich, was habe ich nicht, was gefällt mir vor allem natürlich, ne? Wer sich damit nicht auskennt, das sind übrigens alles Stempel von Magnolia. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe. Das ist ein schwedischer Anbieter und man kann auf der Homepage Stempel bestellen. Die sind entweder wie hier einfach das bloße Gummi oder die sind schon montiert. Natürlich macht das preislich was aus. Also Gummis sind natürlich günstiger. Ich weiß auch gar nicht, was inzwischen Esmount kostet. Ich meine, als ich anfing mit dem Stempeln, da lag das bei 3 € knapp. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 5 € pro Bogen und das ist auch, glaube ich, knapp DIN A4 groß. Naja, wie gesagt, ich benutze das zurzeit gar nicht mehr. Hier haben wir Thema Herbst. Ich habe einen einzelnen Stempel mir ausgesucht und so ein Stempelset. Und das stempel ich halt getrennt, weil die verschieden hoch sind. Dieser Stempel zum Beispiel hat eine andere Tiefe als dieses Set. Und da muss ich halt auch so ein bisschen drauf achten, wenn ich das abstemple, wenn ich natürlich verschieden hohes Gummi habe, kann ich das nicht zusammenstempeln. Das heißt, das tiefere Stempelmotiv wird natürlich super abgestempelt und die flacheren natürlich nicht. Deswegen habe ich dann hier das Ganze getrennt. Das ganze Set zum Beispiel war ja auf einem Bogen Gummi und das hatte die gleiche Höhe. Deswegen konnte ich das jetzt zusammen abstempeln, genauso wie das Halloween-Set. Es gibt einige Hersteller, die nach wie vor auf Gummi produzieren. Gummi hat den Vorteil, es ist wesentlich langlebiger. Die Abdrücke sind durchaus besser. Und ja. Ich bevorzuge es, aber es gibt halt nicht alles. Als Gummi sozusagen. Ja, und das war's auch schon. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich bald. Tschüss!